Heidi Voss. Hallo Heidi. Ich bin hier im Chiemgauer Land. Ich sag dir, das ist herrlich, das ist ein Gedicht. Wenn du wieder auf dem Teppich bist und an einer Chiemgauer Bank vorbeikommst, denk bitte an die Überweisung. Hast du einmal dein Geld nicht bekommen? Pünktlich wäre perfekt. Tschüss, mein Lieber. Ja, tschüss. Ach, Heidi. Was ist das denn? Apparat Stockel, grüß Gott. Hallo Frau Stockel, Thorsten Voss hier. Oh, ja, Voss. Meine Ankunft verzögert sich. Könnten Sie mich mit Herrn Hofer verbinden? Moment. Herr Hofer? Ja? Der Herr Voss ist am Apparat. Es ist die Vertretung von Lehind. Zurecht. Hofer? Hofer. Thorsten Voss hier. Ich bin auf dem Weg zu Ihnen am Chiemsee. Hier ist ein Unfall passiert. Soll ich Sie mit der Unfallaufnahme verbinden? Kaum da schon ein Unfall. Na, ist ja besser, wenn Sie kommen würden. Sie wissen aber schon, dass wir eigentlich für Mord zuständig sind. Aber es könnte ein Verbrechen vorliegen. Der Fahrer ist tot. Tragisch. Also ein Unfall mit Todesfolge. Er wurde beraubt. Woher bist du das schon wieder? Ich hab's gesehen. Ein Motorradfahrer, leider flüchtig. Mhm. Dann ist der Fall für das Raubdezernat. Das Kfz-Kennzeichen war abgedeckt. Ich vermute Raubmord. Schön. Wo sind Sie? Mühlenweg. Am Chiemsee. Mhm, der Chiemsee ist groß. Der Ort, durch den ich gekommen bin, hieß Pietzing. Jetzt stehe ich im Wald. Er steht im Wald. Er meint den Mühlenweg. Ah ja. Herr Voss, bemühen Sie sich nicht mehr, wir kommen gleich, gell? Also, bis dann. Jetzt fängt er schon mal gut an. Hier können wir nichts mehr machen. Wandern wieder. Servus. Danke, tschüss. Aha, grüß Gott. Hauptkommissar Voss. Hauptkommissar Hofer. Hallo. Das sind die Kollegen, mit denen Sie in nächster Zeit zu tun haben werden. Polizei Obermeister Mohr und Frau Dr. Kern, unsere Kriminalmedizinerin. Freut mich, Frau Dr. Kern. Freut mich auch. Freut mich, Herr Lohr. Mohr. Freut mich trotzdem. Ja. Ja, gut, dann schauen wir mal. Ja. Ja, danke. Ende. So, laut Kennzeichen gehört der Wagen einem gewissen Hartwig Grünberg. Gewohnt hat er im Ritthof, gleich in der Nähe von hier. Mhm, danke. Sie meinen, der Motorradfahrer hätte den Unfall provoziert, um Ihnen die Geldbörse zu klauen? Naja, denken Sie an das abgedeckte Kfz-Schild. Haben Sie erkennen können, was für ein Motorrad das war? Es war eine orangefarbene LGS 950 mit Flammensymbol unterhalb des Tanks. Mhm. Wenn ich bitte auch etwas sagen dürfte. Bitte sag was. Der Höller von Sie, also der Herr Höller vom Diebstähldezernat, der hat mir gerade in der Kantine erzählt, dass in letzter Zeit viele verunglückte Autofahrer ausgeraubt worden sind. Das klingt nach Methode. Vielleicht eine moderne Form der Wegelagerei. Mhm. Hat der Freund sonst was gesagt? Das haben die Zeugenaussagen. Wissen die, ob dieser Motorradfahrer war? Ja, ist so genau, wie ich selber nachgefragt habe. Genickbruch. Sieht ganz so aus, als ob er an den Folgen des Unfalls gestorben ist. Sie spielen Klavier? Na, meine Enkel. Ich habe sie heute in der Rosenheimer Musikakademie angemeldet. Muss man sehen? Stellen Sie sich vor, wollten die mich doch glatt da behalten. Der Posten des Vorsitzenden sei vakant. Ich soll mich doch gleich bewerben. Da bringt man die Kinder ganz harmlos zum Unterricht und schon kriegt man einen neuen Posten ans Bein gebunden. Und? Na, ich habe natürlich abgelehnt. Warum? Ja, ich spiele kein Instrument und Leiter einer Musikakademie. Was soll ich da? Was glauben Sie, warum die gerade Sie wollten? Tja, weil sie keinen anderen dummen gefunden haben, nehme ich an. Ich denke eher, weil Sie mit Führungsaufgaben vertraut sind. Immerhin sind Sie Polizeidirektor. Ja, da kenne ich mich ja aus. Was bringt mir das außer noch mehr Arbeit? Mitbestimmungskompetenz? Nehmen wir mal an, Sie sind unzufrieden mit den Entscheidungen der Lehrer. Als was haben Sie da mehr Einfluss? Als Opa oder als Vorsitzender? Sie meinen, ich könnte was für meine Enkel tun?
Sicher mehr, als sie bloß zum Unterricht zu bringen. Grüß Gott, Hofer, Philipp von Rosenheim, mein Kollege Mohr, mein Kollege Voss. Sind Sie mit dem Herrn Grünberg verwandt? Ich bin sein Stiefsohn, Valentin Grünberg. Warum? Ja, wir müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Ihr Stiefvater, Herr Grünberg, ist unterhalb von Pietzing auf dem Mühlenweg tödlich verunglückt. Tot. Tot. Was ist passiert? Was wird? Mein Stiefvater ist mit dem Wagen verunglückt. Schlimm. Tot. Hofer, Philipp von Rosenheim. Mit wem habe ich das Vergnügen? Agnes, Kreuzer. Mein Vater gehört der Hof hier. Der Herr Grünberg hat ihn gepachtet. Wir wollten bloß den Schwader abholen. Kann ich doch, oder? Ist eh wurscht. Besitzen Sie ein Motorrad? Na. Sie? Na, wieso? Kann jetzt oder brauchen Sie mich noch? Ich will mir noch fragen, dann melden wir uns bei Ihnen. Danke. Papa. Wieso haben Sie jetzt das mit dem Motorrad gefragt? Weil Ihr Stiefvater von einem Motorradfahrer ausgeraubt worden ist. Langsam! Noah Batze! Stopp! Los. Der kommt rüber. Du lässt das reden mir, Papa, gell? Ja. Kriminalhauptkommissar Voss. Ist das Ihr Hof? Ja. Ich habe am Grünberg verpachtet. Seit wann? Vor einem halben Jahr. War der Grünberg also noch gar nicht so lange hier? Nein. Wo hat er vorher gewohnt? Ich glaube. Er war in Baden-Württemberg in der Nähe von Ulm. Das hat er doch gesagt, oder? Ja. Kennen wir jetzt. Wo wohnen Sie? Für den Fall, dass wir noch Fragen haben. In Achberg? Kriminalhauptkommissar Voss ist im Rahmen von ALF bei uns. Sie wissen ja, ALF, das Austauschprogramm zur länderübergreifenden polizeilichen Fortbildung. Und so hat eben ALF unseren Herrn Lind nach Bielefeld und Herrn Voss von dort zu uns geführt. Herr Voss und Herr Lind werden also, ja, ihre Plätze tauschen. Es tut mir schon leid. Herr Mohr, nehmen Sie sich ein Glas. Ja. Übrigens hat Polizeirat Klinger Herrn Voss ausgesprochen ungern gehen lassen, was, wie ich denke, schon einiges über seine Qualitäten sagen dürfte. Herr Voss, so wünsche ich Ihnen und uns eine erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit. Ja, ich bin kein Mann langer Reden. Herr Mohr hat mir erzählt, dass Herr Lind hier sehr beliebt ist und so hoffe ich, wenn meine Arbeit getan ist, von Ihnen genauso verabschiedet zu werden, wie Herr Lind bei seiner Rückkehr begrüßt wird. Danke. Ich würde sagen, drauf trinken wir, Herr Voss. Herzlich willkommen, Herr Voss. Herr Stott. Ja, willkommen. Danke. Prost. Prost. Alles Gute. Danke. Ich bin super einstanden, ja. Was sagst du? Entschuldigung. Hat er das denn jetzt gemeint, dass wir uns genauso freuen sollen, ihn wieder los zu sein, wie wir uns auf Linds Rückkehr freuen? Sagen Sie mir, haben Sie eine Aversion gegen diesen Mann? Er hat größere Füße als Lind. Ah, Herr Voss, ich habe Sie im Kaiserhof einquartiert. Kaiserhof? Gibt es irgendwelche Zuschüsse? Zuschüsse? Ja, vom Bayerischen Innenministerium. Na. Von der Stadt? Na. Und sonst irgendwelche Vergünstigungen? Sagen Sie mal, ist Ihnen das zu teuer? Gibt es andere Möglichkeiten? Mir mei, schau, was ich tun kann. Frau Stockel, wenn Sie das täten, dann tun Sie viel für mich. Mist.
Also die KTU steht vor einem Rätsel, was zu diesem Unfall geführt haben könnte. Tja, dann fahren wir doch vielleicht einfach noch mal zum Tatort. Eine gute Idee. Die Ortmann hat recht, des Machens. Ich weiß es nicht. Ich im kulturellen Bereich. Musik, ich hab doch keine Ahnung von Musik. Ich hab's auch lernen müssen. Andersrum. Wenn's Fragen haben, wenden Sie sich einfach an mich. Frau Hofer, darauf komme ich sicher gern zurück. Sag mal, warum hat man jetzt gerade Sie mit dem Sicherheitskonzept beauftragt? Sie sind doch eigentlich für Kultur zuständig. Die Landesgartenschau ist doch auch Kultur. Ja, aber nicht die Sicherheitsvorkehrungen. Meine Politik der kurzen Wege. Der Stadtrat denkt sich, die Hofer hat einen Bruder, der ist Polizist. Somit hat es auch gute Kontakte zur Polizei. Ja, das klingt einleuchtend. Gut, dann legen wir mal los. Also. Und was ist das hier? Warum haben wir das nicht eher gesehen? Sieht aus, als hätte jemand ein Stahlseil über die Straße gespannt. Bingo! Na, da schau her. Auch auf diese Art und Weise kann man jemand aus dem Weg schaffen. Allerdings. Oh! Oh, hoppala! Ja, so entsteht der Volkstanz. Danke. Sie, fahren Sie zufällig einen älteren schwarzen Kombi mit Bielefelder Nummer? Ja. Den habe ich vorhin beim Einparken gerammt. Na ja, dann sind wir jetzt schon zweimal zusammengerumpelt. Ja, sorry. Ich komme natürlich dafür auf. Können Sie mir ein Lokal empfehlen, wo man gut und günstig essen kann? Ja, das ist Rosenbräu. Das ist günstig. Also ich meine, das ist auch gut und günstig. Gut, dann regeln wir da die Formalitäten. Ich habe dem Herrn 80er schon meine Daten gegeben. Ja, aber meine brauchen Sie ja noch. Gut. Wann? Passt 7? Passt. Na dann. Na dann. Ach so, ja. Voss. Hofer. Hofer? Ja. Ah, Herr Voss, kommen Sie mal bitte. Ich hätte was für Sie. Und zwar ein Zimmer in der Pension Fuchs. Bei uns Rosenheimern heißt es auch Pension Preisfuchs, weil es so günstig ist. Klingt gut. Leider hat die Sache einen Haken. Naja, günstig hat er meistens einen Haken. Sie müssten einen Monat im Voraus zahlen. Einen Monat? Ich weiß ja gar nicht, ob ich so lange hier bin. Und? Was machen wir jetzt? Sie gar nicht, Sie haben genug getan. Ich kümmere mich drum. Ich habe auf dem Gang die Frau Hofer getroffen. Ach so? Sie hat mich angefahren. Echt? Das ist eigentlich überhaupt nicht Ihre Art. Ach so, nein, mit dem Wagen meine ich. Würden Sie mir vielleicht Ihre Adresse geben, dass ich ihr meine Versicherungsdaten zukommen lassen kann? Die wohnt mit dem Herrn Hofer auf dem Bauernhof. Bauernhof? Da hat er es sicher schön mit seiner Frau. Das ist nicht seine Frau. Das ist seine Schwester. Seine Schwester? Was sagt er, Ihr Freund dazu? Was für ein Freund? Na, so eine hübsche Frau hat ja sicher einen Freund. Ich habe auch keinen Freund. Ursula? Hallo? Sie ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ist schon in Ordnung. Die Frau Doktor, ist die da? Ja, Herrschaft Seiten. Wenn ihr was von einem Pathologen wissen wollt, dann fragt's mich. Ich sitze hier am Schreibtisch. Wenn ihr noch einen Draht schauen wollt, dann geht's zum Haarschneiden. Ist das hier immer so? Eigentlich nicht. Aber weil ihr gerade da seid, Sie eine Frage habe ich schon. Sagt sie mal, der 80er wäre der Musikdirektor zum Mittag. Dirigieren und allem drum und dran. Nein, er wird Vorsitzender der Musikakademie. Haben Sie das mal beim Friseur gehört? Liebe Frau Controllerin, ich sitze hier beinahe mein halbes Leben in diesem Keller. Und hier kommen nicht nur Leichen rein, sondern auch Geschichten. Weiß alles, was da oben passiert. Aber falls es noch jemand interessiert. Der Unfall war die Tolisur-Sache. Ah ja, scheinbar muss man den Geschichten nur lange genug zuhören, dann erfährt man doch noch was Wichtiges.
Und wo ist nun Frau Dr. Kern? Die Traunsteiner haben es ausgeliehen. Die Pathologie in Traunstein? Ja, wer sonst? Und ich habe alle Motorräder benannt, die in Frage kommen. Folgendes: 34 Stück, 15 davon Marke LGS 950 und 4 davon sind orange. Und die Fahrer von den 4 Orangen rufst an, die sollen mit ihren Maschinen herkommen. Schon erledigt. Morgen sind's da. Lieber. Ich müsste mich ja noch um eine Unterkunft kümmern. Kann ich los? Freilich. Ich gehe gleich. Achso, schön. Danke. Bis morgen. Wiederschauen. Sag mir, Michi, hast du gewusst, dass der 80er da mit seinen Enkel telefoniert? Ich hab gar nicht gewusst, dass der Enkel hat. Doch, oder? Du, der 80er hat Enkel. Was weißt denn du das? Woher? Ich weiß von der Dr. Kern und die von der Ortmann. Hast du das auch schon gewusst? Das weiß ich schon lang. Aber der Herr 80er hat sich äußerste Diskretion erbeten, denn Reden ist Silber und Schweigen ist Gold, gell, Michi? Und, hast du die Überweisung gemacht? Morgen kriegst du dein Geld. Morgen? Ich hatte heute einfach viel um die Ohren. Versprochen. Hoch und heilig, Heidi. Na, wir werden sehen. Ja. Tschüss. 70%. Wie bitte? 70% der Männer hier am Tresen schlagen sie mit dem gleichen Problem auf. Unterhalt. Ich nenne es den prosaischen Nachgeschmack der Liebe. Wie poetisch. Läuft der Laden gut? Ich kann nicht klagen. Welches Publikum? Jung bis mittelalt, dabei aber eher Frauen. Gute Adresse. Ja. Das Polizeipräsidium ist auch nicht weit, von da kommen sicher auch einige. Ja, vor allem mein Stammgast, ein Kriminalhauptkommissar. Das ist quasi sein Wohnzimmer. Ich weiß, der Herr Lind. Aha, er kennt sich. Nicht wirklich, ich vertrete ihn. Voss, Kriminalhauptkommissar. Ja, servus, ich bin der John. Hallo. Ich habe gehört, er hat hier nebenan seine Wohnung. Stimmt. Hat er die vermietet? Ja, an eine Bekannte von mir. Ich habe gerade Besuch aus Neuseeland. Wieso? Suchen Sie was? Ja, wenn Sie was wissen. Ja, noch nicht, aber ich komme umhören. Das wäre nett, sonst wird das hier auch mein Wohnzimmer. Also wenn Sie dabei auch für meinen Unterhalt sorgen, dann kein Problem. Sie wünschen? Ah, wo ist denn die Rosi? Die bedient halt da drüben. Ach so. Ich warte auf jemand, ich bestelle später. Wollen Sie mal was zum Trinken? Ja, Wasser bitte. Mhm. Guten Abend, Frau Hofer. Hallo. Ja, bitte, setzen Sie sich. Wie gestalten wir die Reihenfolge? Erst Essen, dann das Geschäft. Gut. Rosi, kannst du den Tisch mit der Frau und dem Mutter übernehmen? Den Tisch mit der Marie Hofer? Ja, wieso denn? Bitte, das Wasser hat sie bestellt. Tun Sie mir einen Gefallen? Welchen? Würden Sie die Bedienung zu Ihrer Kollegin ausfragen? Dezent natürlich, ich erkläre sie Ihnen später, ja? Ja, Rosi, grüß dich. Grüß dich, Marie. Grüß Gott, dein Wasser. Danke dir. Du, sag mal, habt ihr jetzt Neue hier? Die Agnes, ja, aber die hilft bloß aus. Aha. Ferienjob? Genau. Du, das ist die Tochter vom Kreuzerbauer und studiert in München, weißt? Der hat's wirklich schwer. Seine Frau, Rheuma, schlimm. Und dann noch der Ärger mit dem Pächter von seinem anderen Hof. Willst du was essen? Ja, ist die Putenbrust noch immer im Angebot? Ja. Dann hätte ich's gern. Gut. Und Sie? Mir auch das Angebot und ein Apfelschorle. Und, wie war ich? Also wenn Sie bei den Schadensverhandlungen auch so gut sind, dann werde ich wohl am Ende für die Regulierung aufkommen müssen. Sind Sie auch günstig unterkommen? Tja. Marie? Herr Voss? Marie! Herr Hofer! Morgen! Guten Morgen, was machen Sie da? Ja, ich habe nichts gefunden, also unterkunftsmäßig. Und da war Ihre Schwester so nett, mich in die Ferienwohnung einzuquartieren. Aha. Sie glauben jetzt aber nicht, dass sie hier ist, oder?
Sie trauen mir einiges zu. Wieso gesagt, Sie trauen meiner Schwester sehr einiges zu? Woher kennen Sie die überhaupt? Wir sind zusammen gebumst. Also ich meine, sie ist auf dem Parkplatz hinten in mich rein. Also auf dem Revier, da ist es einfach so passiert. Guten Morgen zusammen. Ein Monatsgehalt für Ihre Gedanken. Die Motorradfahrer werden jetzt da. Stör ich? Ja, mich nicht. So, Herr Voss, jetzt sind Sie dran. Ist das Ihr Motorrad? Also Ihres. Helm ab. Wie ist Ihr Name? Martin Kimmerle. Wo waren Sie gestern um 9.12 Uhr? Bei meiner Freundin. Falsche Antwort, Sie waren im Mühlenweg. Ja, die übrigen Herren dürfen wieder fahren. Ich will wieder auf. Sie haben auch die anderen Unfallopfer beraubt. Nee, nur den einen. Falsche Antwort. Zwei Opfer haben einen Motorradfahrer gesehen. Also wie geht das? Was? Wie wissen Sie so schnell, wo die Unfälle sind, dass Sie noch vor den Rettungskräften zuschlagen können? Ich fahr halt rum. Geht vielleicht noch blöder? Ist so. So, so. Mord. Mord, Herr Kimmerle. Diesmal geht's um Mord. Sie haben ein Stahlseil über die Straße gespannt. Warum jetzt Mord? Sind Informationen ausgegangen, wo die Unfälle stattfinden? Dann haben Sie ein bisschen nachgeholfen, hä? Wie heißt Ihre Freundin? Haben Sie was gesagt? Carla Brandl. Geht's deutlicher? Carla Brandl. Na, so geht doch. Jawohl. Und dann hat er ihm ganz leise ins Ohr gesagt, Mord. Pause. Und dann, Mord, Herr Kimmerle. Pause. Diesmal geht es um Mord. Es hat er so dramatisch gesteigert. Warum hörst du mir eigentlich zu? Ich möchte wissen, was der so lang zum Telefonieren hat. Ich habe am Hofer die Nummer vom Voss seiner Dienststelle in Bielefeld heraussuchen müssen. Jetzt telefoniert er da schon eine geschlagene halbe Stunde. Er hat gesagt, er möchte was über die Personalakte vom Voss wissen. So, und jetzt reicht's mal. Der Herr Voss, der ist verheiratet. Ach, verheiratet? Ich habe gar keine Jüngerselfie gesehen. Ah, nein, Moment, der war verheiratet. Verstehe. Mhm. Genau, weil seine Frau hat nämlich die Wohnung und den Sportwagen bekommen und vor allem das mit dem Auto soll ihn sehr geschmerzt haben, sagen die Kollegen. Geschieden also? Ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Ich muss Schluss machen. Ich danke Ihnen, gell? Ja, danke der Nachfrage. Ist toll hier. Viele Grüße an alle, besonders an Frau Stockel, ja? Ja, ist dir aus. Also viel Spaß noch und alles Gute. Servus. Ja. Ein schöner Gruß von Herrn Lind. Ach, mit dem Lind haben sie telefoniert. Ja, der sitzt jetzt am Schreibtisch vom Voss. Geschieden ist er, gell? Tja, scheint überhaupt finanziell in Richtung krebsen zu müssen. Aber den sei X nix. Hm. Deshalb? Was? Er hat mich nämlich nach den Telefonnummern von den billigsten Absteigen in Rosenheim und Umgebung gefragt. Arme Sau. Mein Michi, wir müssen alle unser Geld zusammenhalten. Haben wir Schwester da? Am Voss sein Auto hat es angefahren. Ja, das erzählen. Der Herr Voss. Und dann hat er mich noch gefragt, wo es wohnt und wie alt es ist etc. und ob es einen Freund hat. Was? Ob es einen Freund hat? Schau mal.
Kam ist der da, schon fragt er sich leider aus. An deiner Stelle würde ich schon die Kirche im Dorf lassen. Was machst nämlich du? Du rufst dein Lind an und fragst ihn aus und mal fast. Nicht ganz was anderes. So. Haben Sie gerade über mich gesprochen? Nein, wo wir kommen, sind dort drauf. Wissen was? Ja, die Freundin von dem Motorradfahrer ist da. Wird die hier vernommen? Nein, der Vernehmungsraum schüchtert mir ein. Servus, Andrea. Frau Brandl, grüß Gott. Grüß Gott. Kriminalhauptkommissar Hofer, mein Name. Frau Brandl, Sie sind die Freundin von Herrn Kimmel. Ja. Wo arbeiten Sie? Bei der Rescue in einem Callcenter. In einem Callcenter für was? Das ist für Notfälle. Mhm. Gehören da auch Verkehrsunfälle dazu? Auch ja. Haben Sie auch den Unfall von Herrn Grünberger reinbekommen? Kann ich nicht sagen. Gestern, Unfall von Pietzing, Mühlenweg. Doch, ja. Ja, habe ich. Der Wagen hat ein automatisches Notrufsystem, nicht wahr? Ja. Erzählen Sie uns darüber. Wenn ein verunglückter Fahrer keine Hilfe mehr holen kann, weil er bewusstlos ist, dann gibt das System automatisch Meldung an unser Callcenter. Und gleichzeitig mit dem Notruf werden dann auch die GPS-Daten vom Standort übermittelt. Und das bekommen Sie alles auf den Schirm? Ja. Die anderen Fahrer hatten auch so ein Notrufsystem. Welche anderen Fahrer? Die gerettet wurden. Denn bevor Sie die Rettungskräfte alarmieren, stecken Sie die Information zuerst Ihrem Freund Martin Kimmerle. Damit er Zeit hat, die Opfer auszuwerben. Ja oder nein? Frau Brandl, wir haben Ihre anderen Akten überprüft. Alle beraubten Opfer gingen über Ihren Tisch. Ich höre. Schauen Sie mich an. Haben Sie die Information Ihrem Freund zukommen lassen? Ja oder nein? Mit Mord haben wir nichts zu tun. Martin. Herr Fuß, sollen wir beide? Ja. Wir haben damit nichts zu tun. So, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Was glauben Sie? Das sind Gelegenheitsräuber, aber keine Mörder. Was meinen Sie? Dass Sie recht haben. Und was jetzt? Ich habe da einen Verdacht bezüglich Agnes Kreuzer. Aber um den zu bestätigen, brauche ich einen Mohr. Gut, dass Sie ihn weggeschickt haben. Für die Rosi. Für die Agnes. Bitte übermorgen, gell? Nicht vergessen. Ja, ja. Ja? Sie steigt jetzt in Ihren Wagen. Folgen. Sie wollen mich sprechen? Hier ist es. Wir haben ein Problem. Ich weiß, die kennen uns. Haben Sie die Fotos gemacht? Logisch. Rufen Sie Frau Stockel an. Stockel, ich bin's, der Michi. Du, der Herr Fuß möchte mit dir reden. Moment, Augenblick. Hallo, Frau Stockel. Was machen Sie heute Abend? Dankeschön.
ist für Sie und eine Quittung bräuchte ich bitte. Ah, danke. Aber da bin ich. Aber das Geld kriege ich wieder, gell? Geld? Geld. Ach so, ja klar. Auch alles, was Sie da drin ausgeben. Stockel, los, Kroha. Valentin Grünberg, Agnes Kreuzer. Gemerkt? Gemerkt. Viel Spaß. Danke. Hör mal hier. Was mögen Sie an Herrn Lind? Am Lind? Am meisten war ich seine zurückhaltende, diskrete Art. Immer Gentleman. Genau wie ich. Zurückhaltend, wenn ich. Was sagst du? Nix. Tu mal der Bier weg. Bist du weg? Ja. Na gut. An die Frau Dr. Kern, da kommt keiner so richtig ran. Verschlossen wie eine Aster. Manche sagen, da könnte eine Perle drin sein. Und die anderen sagen, eine Kopfschmerztablette. Aber ich halte. Und der 80er, der scheint von allen respektiert zu werden. Auf jeden Fall. Streng, aber gerecht. Wobei, andererseits auch wieder nicht so streng. Gerade heute sind wir draufgekommen, er hat nämlich Enkel. Und die muss er jeden Abend ins Bett bringen. Mhm. Und deswegen muss er jeden Tag pünktlich aus dem Büro. Was halten Sie von der Frau Hofer? Nein, die Frau Marie. Lebendig. So lebendig ist die. Warum die keinen abkriegt, das verstehe ich auch nicht. Ich ja nicht. Naja, ich geh jetzt ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, gehst nicht ins Bett. Ich hab nur zu tun. Ich verstehe. Nix verstehst. Vielleicht braucht er noch was, wenn er heimkommt. Wenn er heimkommt? Geh du jetzt in dein Bett. Vielleicht mache ich noch eine heiße Milch mit Honig oder so. Verzupf die. Ist gut. Ja, das habe ich ganz vergessen. Der Voss ist halt auf Beschattung. Wahrscheinlich bleibt er die ganze Nacht weg. Und das sagst du mir erst jetzt? So war doch ein unterhaltsamer Abend, findest du nicht? Die haben sich die ganze Zeit unterhalten. Also vielmehr, er hat geredet. Das hat so ausgeschaut, als wenn er sie von irgendwas überzeugen wollte. Aber sie hat eindeutig geblockt. Sie wollte von dem nichts wissen, was der ihr gesagt hat. Das war klar wie Kloßbrühe. Krieg ich noch einen. Nochmal dasselbe. Ihr wollt aber die Dame nicht betrunken machen, oder? Also bitte, wann hat man das schon, dass einem zwei Männer an den Lippen hängen? Da müssen sie für euch bleiben. Da haben sie recht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Sie wollte nichts von ihm wissen. Stimmt. Aber was mich stutzig gemacht hat, anfangs hat sie ihn schon ranlassen. Ja, wie jetzt ranlassen? Ja, er hat sie betatscht, ist sie durch den Haar gefahren. Verstehe. Ich verstehe es nicht. Frau Stockel meint, dass die beiden sich vorher intim gekannt haben müssen, da er eine moralische Berechtigung für seine Zärtlichkeiten hatte, die sie ihm dann peu à peu entzogen hat. Also Liebesromane können Sie keine schreiben, so wie Sie die Dinge auf den Punkt bringen. Danke. Das ist jetzt als Kompliment aufpassen. Jetzt trink halt nicht so schnell. Hab ich was verpasst? Ja, jetzt haben wir es miteinander gehabt und jetzt will ich ihm den Hand zudrehen. Also,
Ach, Herr Voss, morgen. Morgen. Die Frau Stockel erzählte mir eben, sie wäre gestern Abend in Ihrem Auftrag unterwegs gewesen. Das war aber nur ein harmloser Diskothekenbesuch. Herr Voss, dass wir uns da richtig verstehen. Ich sehe das gar nicht gern, wenn Büropersonal zweckentfremdet wird. Ich wollte anrufen und Bescheid geben, aber es war spät. Und da ich wusste, dass Sie um die Zeit Ihre Enkel ins Bett bringen, wollte ich nicht stören. Bitte. Grüß Gott, Bernhard. Hat die Beschattung bei Sie gegeben? Wir sind auf der richtigen Spur. Herr Mohr ist mit einem Durchsuchungsbeschluss unterwegs zum jungen Grünberg. Er hat ein Stahlseil gefunden mit Baumrinde dran. Wer ist zu viel verlangt, mich einzuweihen? Na. Würden Sie mitkommen? Sie auch, Herr Kreuzer. Ah ja, ja. Herr Kreuzer, wir haben ein bisschen recherchiert. Bevor der Herr Grünberg Ihren Hof gepachtet hat, war er in der Nähe von Ulm. Und davor in Thüringen? Immer hat er Höfe gepachtet. Und dabei eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Wir nennen solche Leute Pachtnomaden. Sie pachten einen Hof, aber nicht um ihn zu bewirtschaften. Sondern um ihn mit Sack und Pack auszuplündern. Alles, was nicht festgeschreibt ist, wird verkauft. Vieh, Maschinen, alles wird zu Geld gemacht. Circa 1 Million Euro hat der Grünberg so erbeutet. Seit circa 10 Jahren ist er schon mit dieser Maschine unterwegs. Er sucht sich meist ältere, nicht sonderlich wehrhafte Bauern, die sich noch nie haben was zu Schulden kommen lassen und keine Ahnung haben, wie man juristisch dagegen vorgehen könnte. Und wenn doch, dann zieht sich das Verfahren so in die Länge, dass der Grünberg schon lange weg ist, bevor der Amt des Gesetzes zupackt. Ihre Tochter studiert. Deshalb haben Sie keinen Hofnachfolger. Und Sie haben sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Sie haben so wunderbar in das Beuteschema von Grünberg gepasst. Der hat immer gesagt, was willst du denn? Du hast doch unterschrieben. Du weißt doch, dass ich das machen kann. Alles, was mir gehört hat, hat er verkauft. Ich war machtlos. Wir haben noch einen Ausweg gesehen, loszuwerden. Na. Mord. Nicht einmal im Traum, dass die an sowas denken. Was sind denn Sie für einer? Immer mit der Ruhe, gell? Sie, Herrn Voss, das mit meinen Enkeln erzählt? Also ich doch nicht. Ich hab doch niemandem was von Ihren Enkeln erzählt. Das war... Was mit Ihren Enkeln? Nichts. Was gibt's? Da. Danke. Ich war das wirklich nicht. Das war die. Herr Mohr, bringen Sie uns den Valentin Grünberg. Der Kreuz ist fertig. Herr Kreuzer, willst du bitte mit mir wichtig? Frau Kreuzer, nehmen uns Platz, es dauert noch ein bisschen, gell? Herr Grünberg, Sie gehen in den Vernehmungsraum. Jakob? Ja. Ja. Herr Kreuzer, Sie kommen mit. Agnes. Hast du was mit der Sache zum Tor? Agnes. Herr Kreuzer, bitte. Die Rindenspuren aus dem Stahlseil stammen von den Bäumen, an denen Sie das Seil befestigt haben. Sie sind der Täter. Sie waren es, fragt Sie noch warum. Haben Sie sich dafür geschämt, wie er sein Geld verdient hat? Kast habe ihn dafür. Aber als sein Sohn haben Sie mitmachen müssen. Okay, das glaube ich. Stellt mich aber nicht zufrieden. Denn was ich mich frage, warum erst jetzt? Und warum haben Sie ihn nicht einfach verlassen? Sie sind alt genug. Ich meine, dass Sie der Agnes helfen haben wollen, weil Sie sie lieben. Was hat sie ihm versprochen? Dass wir nach Australien auswandern. Den ganzen Scheiß hinter uns lassen. Ja, sei so gut, abführen. Überlege mal, Herr Kreuzer. Sagen Sie, Herr Mohr, wie finden Sie den Herrn Voss? Wie? Ich finde ihn gut. Meine 80er, schauen Sie, die Geschichte mit der Frau Stuckel, das war doch rein aus der Not geboren. Wann hätte die Frau Stuckel nicht mehr jetzt noch im Dunkeln tappen? Herr Mohr, wenn Sie noch mal im Dunkeln tappen und Geburtshelfer spielen wollen, sagen Sie mal vorher Bescheid. Ja. Grüß Gott, Frau Kreuzer.
Tja. Sie haben den Jungen in Herrn Grünberg verliebt gemacht. Sie haben ihn aus seiner Lethargie gerissen und zum Mord angestiftet. Und er seine Chance zum Neuanfang. Mit Ihnen in Australien. Und dann haben Sie ihm den Laufpass gegeben. Sie haben ihn nie geliebt. Sie wollten nur Ihrem Vater helfen. Der Valentin hat sie nicht verpfeifen können, weil er schließlich der Täter war. Der blöde Grünberg wollte meinem Vater alles nehmen. Ich hab was tun müssen. Sie hätten den Grünberg anzeigen können. Und dann? Bis zur Verurteilung hätte doch der alles verkauft. Konsent hätten wir mehr gesehen. Meine Mama ist krank geworden. Mein Papa depressiv. Ja, das hilft alles nichts. Jana. Na, ein. Die Ferienwohnung taugt ihm.